Es kam mir zu Ohren. Abul Nukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Jetzt geht's wieder zurück zum Al-Mualim. Ja, ich mag das rein, ganz ehrlich. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von Dächern und in Marktstände, um sich einen Fluchtweg zu schaffen. Kommt, Alter, ihr. Sprecht mit mir. Wie ihr wünscht. Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen. Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wider. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit. Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue. Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn sie es nicht direkt zugaben, sie standen alle in Verbindung. Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Ah, aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen und eurem Meister zu vertrauen. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Und Ordnung erfordert Autorität. Ihr sprecht in Rätseln, Meister. Ihr empfehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann, davon abzusehen. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr ließt mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. Zwei Führer sind noch übrig. Geht und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet. Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst.
das Werk anfangen. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Ende dein Leben. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Es braucht Zeit, eine neue Klinge zu ziehen. Stellt sicher, dass euer erster Angriff der letzte ist. Diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor und bringen euch einen frühen Zug. Was ist denn Inni? Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht er. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Hier draußen zu sein. Wann Alter wird er mit dem Unsinn aufhören? Hört auf, bitte! Ketzer! Törichter alter Mann! Hat deinen Gott, was mit dir geschieht? Ich brauche Hilfe! Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geh! Alter, ihr. Ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Wärt ihr bereit, mir sicheres Geleit zu geben?
Geht jetzt und ich lasse euch leben. Meine Familie ist groß und wird im Sterben. Bitte geht. Ungläubiger, stirb! Töte mich nicht! Wer hat das getan? Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Sie handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reisen. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Das ist reine Zeitverschwendung. Welche Falsche da die Zeigt euch! Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Gepriesen sei Salah al-Din. Er hat die Kraft gefunden im Kampf. Tod dem Ungläubigen! Gebt den Weg frei! Also gut, wo bist du? Gut, hier sollte ich sicher sein. Sie werden an einem heiligen Ort kein Blut vergießen. In dem Chaos konnte ich einer Wache dies hier entreißen. Vielleicht kann es euch helfen. Listen, Hakim! Fa'abdau ihr Weichen, das ist ein Dänik! Los! Ante Hausana! Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute! Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahaddins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt. Gehen wir an die Arbeit. Hey, euch kenne ich doch. Habt ihr etwas zu sagen? Erhal an al-V! Ihr habt hier nichts zu suchen. Er wird geht. Dann gegen Jerusalem entziehen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es endgültig zu spät ist. Diese Stadt gehört uns, hat uns immer gehört. Und es ist unsere Pflicht.
Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss 2 von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Seltsam. Stirb, Dieb! Seltsam, so etwas habe ich nie zuvor gesehen. Wer hat dich getan? Du sagst es doch! Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geh. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Das wird euch das Leben kosten. Stirb, Dieb! Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich 2 Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Stirb, Dieb! Kommt nicht näher! Ist der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Warum tut er das? Salah al-Din reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Bittet das Gott, gepriesen sei sein Name, ich bin arm und krank und hungrig. Auf dass er uns zum Sieg schenkt. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Wie rücksichtslos kann man denn... Das scheint sehr in einem Zwing zu anfangen. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Hey, das ist wieder top. Wenn man wieder vergisst, dass man Mikro kurz ausgeschalten hat, dass man den hört und dann wieder vergisst, dass man oben hat. Das war wieder richtig nice. So, jetzt aber. So, jetzt haben wir den auch noch gekillt. Die Frage ist jetzt auch, wo wir zu vergessen, wieder umzuschalten. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Der ist so krank, Jerusalems ey. Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Die in den Federn. Schon was der da ausmisst auf so einem... Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Kunstbladel.
Das nervt ja schon. Immer schon vorbeilaufen, kann man sich bringen. Von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Zopf des Verrats und der Sünde, ein Leben voller Angst! Dann wollt ihr Taten sehen? Hör hier! Eure Hingabe schmeichelt mir. Das Sündige muss geläutert werden. Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht gerecht. Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Der Mensch ist der Oberking, ja? Sie hat viele Namen, aber Sünde bleibt dieselbe. Wer hat einen Baum? Wer hat in der Hand ab? Come on, 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 come on